Willkommen zurück auf meinem Kanal, Zahl 55, zu einer weiteren Folge Winterresort Simulator 2019. Und ja, wir haben es jetzt gerade in Game 23:17 Uhr. Also ist der Schneepflugpark weg. Man hätte immer so Schnee schieben können. Ja, man kann jetzt einfach so normal drauflaufen, ja. Cool. Also dann hat es so einen Bug gegeben, dass man einfach so ein Schneepflug war und das einfach hier geschoben hat, ja. Weil das zweite Update ist heute auch wieder rausgekommen. Und ich würde sagen, heute werden wir dann wieder die Bahn hier beschicken. Warte mal, ich muss kurz was mal probieren. Cool. Okay, man kann. Ich weiß nicht, wie man die Gondel da rausbekommt. Mit R und F kann man die Gondel ziehen und schieben. Das geht, glaube ich, bei dir auch. Bei dir auch, ja. So. Und weil wir ja einen Kredit aufgenommen haben. Würde ich sagen, verkaufen wir jetzt. Was ist das gerade da, ja? Verkaufen wir jetzt den. Den da, ja? Den können wir wieder einfach kaufen. Den verkaufen wir. Ja. So, und jetzt kann ich den Kredit zurückzahlen. Ja. So, jetzt haben wir wieder 92.000. Und jetzt spulen wir mal ein bisschen vor. Warte mal, wir können gar nicht vorspulen, weil sonst im Video das aktiviert. Ja, jetzt kommt das Video natürlich. Ich kann das so oft wiederholen, wie es geht, und dann. Tut mir leid, aber ich lasse das Play. Ich werde das uncut lassen. Ja, jetzt haben wir eine Uhrzeit von 270, 42 Dings. Ja. Wie schaut. Ja, Wartezeit zu lang braucht. Da braucht mich keine verarschen hier. Ja. Also ich werde dann so um 7 Uhr starten. Mit dem. Okay, ich bin im Minus. Ich werde dann um 7 Uhr starten mit dem. Mit dem Dings, mit dem. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Mit dem Beschicken. Ich glaube, das kann ich schon selbst. Ich finde es wirklich cool, dass der. Ja, Wartezeit so lang, du brauchst keiner was sagen. Haben nicht mal so lang. Wir haben nicht mehr offen. Jetzt sind wir schon im roten Minus. Jede Stunde wird schlechter. Ja, wartet halt so lang. Die brauchen sich da nicht beschweren. So, ich mache jetzt schon. Achso, der Minus-Situation derzeit gilt Warnstufe 1. Stellen Sie sicher, dass da täglich in den Steilen hängen irgendwas. So, jetzt bremsen wir runter mit der Zeit. Es tut mir leid dafür das, aber jetzt haben wir runtergebremst für die Zeit, ja. Wo war das bei Nachrichten?
Stufe. Täglich die alle, dass du täglich alle Stellenhänge abgesperrt hast, damit tagsüber keine Lawinen aufgehen. Ich möchte jetzt sogar noch mal die Piste. Die aktualisieren wir noch mal hier. Mit aktualisiert? Ja. Werden schon haben, ja. So, dann fangen wir mit dem Beschicken an. Ich jetzt gesagt, brauchen wir das. Okay, die Fahrgeschwindigkeit ist ganz hoch. So, dann stellen wir den Parkmodus auf Beschicken. Okay, sehe ich schon auf Beschicken bestellt. Ja. Warte mal, muss ich den Einstieg. Okay. Da brauche ich nichts machen. Hier aber machen wir mal den Bahnhof auf da. Geben wir mal ein Licht. Machen wir eine Steuerspannung ein. Ja. Spannung ist auf Anruf, okay. Dann müssen wir die Weiche auf Beschicken stellen. Dann Steig absenken. Okay, ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Dann quittieren wir den Betrieb und starten. Okay, wir kommen immer weiter ins Minus rein. Ich hoffe, wir können das Minus dann noch rausholen. Okay. Jetzt sind wir das Fahrzeug markiert. Und ich würde sagen, irgendwas habe ich jetzt machen wollen. Also den Einstieg möchte ich schon öffnen. Kann man noch nicht, okay. Okay. Das geht jetzt noch rauf bis 1000. Geht eigentlich und funktioniert eigentlich alles. Irgendwie checke ich das gerade mit den Finanzen. Ich schaue mal mittelmäßig, okay. Wetter? Okay.
Ich fahr mal mit einer hinunter. Ich könnte jetzt auch natürlich die Wartungsgondel dann da reinhängen. Okay, man kann ja irgendwie das. Okay. Da kann man da gar nichts machen. Und ja, ich warte jetzt einfach, bis die Bahn wieder beschickt ist. Minus 1000, oder? Okay. Okay, habe ich die andere Station auch besetzen lassen. Schauen wir mal, machen wir noch immer, ja, wir machen noch immer mittelmäßig. Muss man mal vielleicht schauen, dass ich mal die ganzen Gondeln da sortiere. Ja, eigentlich müsste ich jetzt den Bahnhof stoppen und die anderen weiterfahren lassen, aber ja. Oder nee, vielleicht passt sie. Eins. Okay, passt nicht. Wir nehmen schon 13 Minuten auf. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt beschicken lassen sollen noch die ganze Zeit. Wie viel Gondeln haben wir denn noch? Okay. Zweite Reihe ist noch, also die dritte Reihe. Alalalalala. Okay. Bip, bip. Wer schon, wenn das gehen würde? Jetzt schauen wir mal bei den Lawinen. Die werden wir das nächste Mal springen. Die Hütte schaut auch gut aus. Wetter, Seilbahnen, okay. Hat man das verstanden? Wartezeit, Bergfahrt, Talfahrt, okay. Die hat zwar noch nicht offen, aber ist ja wurscht. Mm.
Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll noch. Außer dass ich vielleicht das nächste Mal beschicken wir mal die Wartungsgondel. Die werden wir so irgendwie da rein bekommen. Ja, ich kann es von mir aus gern nochmal da hochlaufen. Komme ich da irgendwie drüber? Nö, oder? Oder komme ich da drüber? Okay, ich bin jetzt da hinten drinnen. Und das hier bringt jetzt eigentlich nichts hier. Andere Seite rumlaufen. Da kommt die nächste Gondel. Und zack. Schauen wir mal, wo die nächste kommt. Einfach runtergedrückt da. Dann mal ein bisschen angehalten hier, weil die nächste schon da ist. Und jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ich muss jetzt mal ganz genau schauen, wie das da runtergedrückt wird da. Funktioniert alles hervorragend. Ja. Ich stehe jetzt mal da raus, oder schauen wir noch mal so. Also vielleicht bekomme ich hier ein gutes Thumbnail. So. So, wie viele Gondeln haben wir noch? Okay, wir haben schon gleich wieder. Vielleicht sehen wir schon die erste kommt schon her. Okay, wir brauchen nicht abbremsen noch. Gott, ich muss schon noch höher schalten. Okay, bis die da drin ist. Okay, und halt. Okay, jetzt müssen wir den Bahnsteig wieder anheben.
Licht noch ausschalten. Umschalten auf Umlauf. Und jetzt können wir eigentlich wieder hier uns reinsetzen. Fahrgastbetrieb. Okay, Parksystem beschicken aus. Einstieg. Geht's los? Ja, wir haben 22 Minuten auf Tour. Okay, wir haben den Zustieg jetzt geöffnet. Und damit würde ich sagen, wir haben es auch schon wieder. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute, bye.